Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben das Gigaset GL390 und wollen nun das erste Mal eine SMS schreiben. Wir zeigen euch in diesem Video, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie wir mit dem Gigaset GL390 eine SMS versenden können. Also eine Kurznachricht. Wir können dazu einfach hier unten auf diesen Pfeil klicken, wenn wir im Startmenü sind oder auf dem Startbildschirm sozusagen. Klicken einmal nach unten, kommen direkt in den Bereich SMS und können hier schon wählen neue SMS, okay, und können direkt anfangen zu schreiben. Alternativ kann man natürlich auch ins Menü gehen und in den Bereich SMS, okay, und kommt dann an die gleiche Stelle. Also die Pfeiltaste ist von dem Startbildschirm aus einfach nur eine Kurzwahltaste sozusagen und man kommt direkt in diesen Menüpunkt SMS. Jetzt können wir eine neue SMS schreiben. Wir haben auch den Überblick über den Posteingang, über Entwürfe, also Nachrichten, die wir noch gar nicht weggeschickt haben. Wir haben den Bereich Postausgang, da befinden sich auch keine drin. Gesendete Nachrichten sehen wir, wenn das dann durchgelaufen ist. Dumpdidum, auch nichts. Und können hier noch SMS-Einstellungen vornehmen und das war das Menü SMS. Wir schreiben jetzt mal eine und wählen hier OK und schreiben jetzt einfach mal: Dies ist dies ist ein Test. So, jetzt wollen wir Test groß schreiben. Wie wir sehen, schreibt er immer nur klein aktuell. Dann müssen wir hier einmal unten rechts auf die Raute-Taste klicken und hier oben sehen wir, ändert sich das Profil sozusagen. Jetzt haben wir Großbuchstaben, können einen T erzeugen und müssen jetzt wieder wechseln zu den Kleinbuchstaben und schreiben jetzt zu Ende. Dies ist ein Test. Zack. Und jetzt wollen wir noch einen Punkt machen. Den finden wir hier unten auf dem Sternchen. Klicken da einmal drauf und haben jetzt an erster Stelle schon den Punkt. Wir können natürlich auch hier wählen, indem wir entweder hoch runter klicken, dann kommen wir nur leider zu den ersten vier Zeichen hier von oben nach unten. Wenn wir nach rechts rüber wollen, müssen wir hier die 6 benutzen und haben dann sozusagen hier nämlich ein Steuerkreuz und können mit der 2 nach oben, mit der 8 nach unten, mit der 6 nach rechts und mit der 4 nach links und mit der 5 können wir dann ein Zeichen auswählen. Ich wollte ja jetzt den Punkt machen, also jetzt die 5 und dann wird der Punkt ausgewählt und meine Nachricht ist fertig. Jetzt sage ich Optionen und kann jetzt senden an. Da gehen wir einmal drauf und können jetzt entweder direkt eine Nummer eingeben, aber normalerweise schickt man ja Nachrichten auch an Kontakte, die man schon gespeichert hat. Deswegen aus Kontakten wählen, hier sagen wir okay und können jetzt mit den Pfeiltasten runterklicken, was natürlich immer mühseliger wird, je mehr Kontakte man eingespeichert hat. Da gibt es eine kleine Hilfe und zwar kann man direkt auf die Taste klicken, wo der Buchstabe sozusagen drin ist, mit dem der Kontakt anfängt. Wenn ich jetzt, ich habe mich eingespeichert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Sören möchte, dann klicke ich viermal die 7 und komme dann dahin, wo der Bereich S im Telefonbuch anfängt. Da stehe ich schon ganz oben drin und jetzt sage ich okay und dann werde ich nochmal gefragt, ob das alles so richtig ist. Jawohl, Sören und klick nochmal. Und jetzt kann ich senden oder Empfänger bearbeiten, Empfänger entfernen, speichern. Ja, wir wollen aber ja senden. Also okay. Und jetzt sendet er die Nachricht an Sören. Und jetzt hat man mein Handy im Hintergrund gehört. Die Nachricht ist wohl angekommen. Und ich kann jetzt hier im Bereich gesendet sehen. Okay. Dies ist ein Test. Das ist die Nachricht, die ich gerade eben geschickt habe. Also so einfach funktioniert SMS schreiben. Wie gesagt, einfach hier auf den Knopf nach unten klicken, okay und los geht's. Den Kontakt wählt man dann im Nachhinein. Man kann auch alternativ ins Telefonbuch hüpfen, wenn man jetzt sagt, ich möchte an Sören zum Beispiel eine Nachricht schreiben, gehe ich hier rein, gehe zu Sören, gehe auf Optionen und kann jetzt hier SMS senden wählen. Sage okay und komme dann in das Textfeld, wo wir ja auch hineingelangen, wenn wir es einfach viel schneller machen, nämlich so. Genau, das war's zum Thema SMS schreiben und versenden mit dem Gigaset GL390. Ich hoffe, das war soweit hilfreich und hat gefallen. Dann gerne den Daumen nach oben dalassen und unseren Kanal am besten gleich mit abonnieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!